Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Wir kaufen Qualitätsaktien, wenn sie günstig bewertet sind oder zumindest fair bewertet und nicht zu teuer sind. In diesem Video zeige ich dir drei Aktien, bei denen das meiner Meinung nach der Fall ist. Mein Name ist Thorsten Thieke. Geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und dann noch an der Stelle, ich gebe keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung wieder, aber meine Meinung zum Besten. So, dann fangen wir mal gleich an und die Aktie Nummer 1 ist Edward Life Science. Edward Life Science, man sieht sofort, dass es sich hier um eine Qualitätsaktie handelt, wenn man das langfristige Gewinnwachstum sich hier anschaut. In diesem Fall der bereinigte Gewinn, bilanzierte Gewinn, operativer Cashflow, verläuft aber auch alles von links unten nach rechts oben. Edward Life Science kämpft oder bekämpft die Todesursache Nummer 1 und das sind nicht Kriege, sondern das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Edward Life Science ist ein Spezialist beim Austausch von nicht mehr funktionierenden Herzklappen. Wir haben 4 Stück davon im Herzen, das sind Ventile und die sorgen dafür, dass das Blut in die richtige Richtung läuft. Was Edward Life Science auch noch macht, das ist und das Umfeld drumherum. Das heißt, sie bieten auch im Prinzip minimalinvasive Eingriffe ein, dass man nicht den kompletten Brustkorb aufschneiden muss, sondern dass das über unsere Blutgefäße, dieser Herzkatheter, entsprechend an die richtige Stelle geschoben und dann aufgeklappt werden kann. Und sie haben auch die entsprechenden Überwachungsgeräte für das Herz, was man dann ebenfalls braucht im Rahmen dieser Operation und dann der OP und auch der Diagnose vorher, bevor es dann zur OP kommt. Interessant an der Aktie ist, natürlich sind die Edward Life Science Marktführer, kann man sich schon vorstellen. Und dann haben wir hier einen Ten-Bagger vor uns, Kursgewinn auf 15 Jahre von 1560%, das heißt, das ist mehr als ein Ten-Bagger, das ist eine Ver-16-fachung in etwa des Kurses. Wir sehen aber auch, dass aufs letzte Jahr wir einen Kursrückgang haben, relativ deutlich von 18%, und jetzt vielleicht eine gute Einstiegsgelegenheit, die Aktie. Aber was auch noch interessant ist übrigens, das ist hier, wenn man sieht, wie die operative Marge sich entwickelt hat. Die steigt also sehr, sehr lange schon an, seit fast 2 Jahrzehnten. Und das gelingt nicht vielen Unternehmen, immer profitabler zu werden. Und dann haben wir hier steigende Umsätze und steigende Margen und entsprechend schön steigendes Gewinnwachstum und steigende Kurse. Das sieht man dann hier eben langfristig jedenfalls, trotz des beachtlichen Kursrückgangs, wir können es auch logarithmisch einstellen, dann sieht es gleich nochmal ein bisschen anders aus, haben wir mit Edward Life Science langfristig eine jährliche Rendite erzielt von 18%, haben also den Markt damit deutlich outperformed und jetzt haben wir eine schöne, in Anführungszeichen, Korrektur. Da müsste man mal gucken, liegt bei Edward Life Science etwas im Argen oder ist es nur der allgemeine Aktienmarkt, der momentan etwas notleidend ist? Es gibt tatsächlich ein Problem, und das ist der Personalmangel in den Krankenhäusern, in erster Linie in den USA, wo Edward Life Science viel Umsatz macht, nämlich knapp 70%. Und durch diesen Personalmangel haben wir das Problem, weil diese Herzoperationen sind sehr personalintensiv, auch schon in der Vorbereitung, im Diagnosebereich. Und wenn es in den amerikanischen Krankenhäusern zu wenig Personal gibt, dann werden die OPs entsprechend verschoben. Und das ist ein akutes Problem von Edward Life Science. Wir hoffen natürlich alle im Sinne der Patienten und auch für uns als Aktionäre dann, dass das bald behoben sein wird. Gehen wir jetzt auf den fairen Wert zurück. Dann schauen wir mal, wie die Aktie bewertet ist. Hier im langfristigen 10-Jahres-Schnitt wäre die Aktie jetzt quasi schon unterbewertet. Fairer Wert basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres bei 84 US-Dollar. Die Aktie kostet aber 70,5 US-Dollar. Und die Bewertung ist momentan das 28-fache KGV. Da sind wir, wenn wir auf die Multiples gehen, sehen wir, dass die Aktie schon bewertet war mit einem Multiple von um die 58. Und zwar Ende 2021, bevor die Aktie dann zurückkehrte. Momentan also deutlich günstiger bewertet. Hier haben wir die Übertreibung quasi, als die Aktie 130 US-Dollar kostet, momentan 70 US-Dollar.
Die aktuelle Renditeerwartung basierend auf dem 33er KGV der letzten 10 Jahre, das ist der Schnitt, wäre bei 18,6%. Das ist also im Prinzip fast dasselbe, was man bisher auch also von der Aktie bekommen hat als langfristiger Investor. Das prognostizierte Gewinnwachstum im Jahr liegt so bei um die 13%. Momentan ein relativ schwaches Jahr, vermutlich in erster Linie durch die akuten Probleme im US-Gesundheitswesen bedingt. Und man kann jetzt ein bisschen tiefer stapeln und vorsichtig vorgehen. Kann man auch hier die Hilfskurse einblenden, dann beispielsweise hier mal auf dieses kleine Zwischenhoch bei um die 90 US-Dollar gehen. Und da hätte man immer noch eine Renditeerwartung von um die 9%, was ja immer noch etwas mehr ist als das, was der Markt quasi langfristig hergibt, der Aktienmarkt. Edward Life Science an der Stelle sei noch erwähnt, die werden heute Abend Geschäftszahlen veröffentlichen, neue Quartalszahlen, und dann seid ihr ja nochmal ein bisschen schlauer. Die nächste Aktie, die veröffentlicht, bzw. das nächste Unternehmen, auch die veröffentlichen heute Abend Quartalszahlen, und die sind woanders tätig, nämlich im Bereich der Schädlingsbekämpfung, das heißt Rollins heißt das Unternehmen, und Rollins ist ebenfalls ein Ten-Bagger, wenn man schon lange genug da war, mit 1085% Kursgewinn auf 15 Jahre. Auch hier sehen wir allerdings kurzfristig rot auf bis zu einem Jahr, und ebenfalls können wir hier vielleicht relativ günstig an eine fair bis unterbewertete Qualitätsaktie kommen. Schauen wir uns mal hier den Gewinn an und die bereinigten Gewinn, dann seht ihr schön, wie es auch hier von links oben nach rechts, links unten nach rechts oben geht. Hier haben wir auch einen Dividendenzahler vor uns, 1,5% Dividende. Ist jetzt nicht unglaublich viel auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Vor kurzem gab es nur halb so viel, noch Ende 2020. Da lag die Dividendenrendite bei 0,75% und heute liegt sie bei 1,5%, und dann haben wir hier schönes Dividendenwachstum, knapp 2%, dann schon Anfang 2026. Wir haben hier auch die Steigerungsraten der Dividende anzubieten, und die liegt bei 18% im langfristigen Mittel. Ist also durchaus dynamisch. Schauen wir mal noch ganz kurz in den Qualitätscheck rein. Dann sehen wir hier auch steigende Margen, so ähnlich bei Edward Life Science seit 2 Jahrzehnten. Also das gibt es nicht oft, und ich habe zwei Aktien rausgesucht, bei denen es das gibt. Entsprechend hohe Kursgewinne. Gucken wir mal, wie hoch waren die Kursgewinne tatsächlich im zeitlichen Verlauf, wenn man langfristig in die Aktie investiert hat. Und dann sehen wir hier 16,2%, liegt fast auf einem Niveau von Edward Life Science. Was über dem Niveau von Edward Life Science liegt, das ist hier die Multiples-Bewertung. Und zwar haben wir hier beim bilanzierten Gewinn, den wir hier auch nehmen werden für die Bewertung, ein durchschnittliches KGV von 45. Und das ist natürlich schon relativ sportlich für Wachstumsraten beim Gewinn, muss ich mal sagen, im Schnitt von um die 13%. Also auf 10 Jahre sogar nie, deutlich niedriger als Edward Life Science, auf die letzten 5 Jahre ein bisschen höher als bei Edward Life Science. Allerdings haben die momentan keine Probleme. Man sieht jährliches Wachstum des Gewinns bei 15% bei Edward Life Science, wir ja deutlich niedrigeres Gewinnwachstum momentan haben für das laufende Geschäftsjahr. Was Rollins in die Karten spielt, das ist der Klimawandel übrigens, weil Rollins ist im Bereich der Schädlingsbekämpfung tätig, und das fängt von ganz kleinen Schädlingen an, wie Bettwanzen, bis hin zu den ja, zu Nagern, zu größeren Schädlingen wie Ratten. 80% der Umsätze sind wiederkehrend, was man da jetzt erstmal nicht erwarten sollte, was damit zusammenhängt, dass viele Kunden gewerblich sind im gewerblichen Bereich, beispielsweise Restaurants oder Hotel. Und es da Vorschriften gibt, dass man bestimmte ja, Prüfungen zu machen hat, um zu gucken, ob da alles noch hygienisch im grünen Bereich ist. Es ist also ein unzyklisches, ein nicht zyklisches Geschäftsmodell, konjunkturresistent. Und das lässt sich hier der Markt entsprechend auch vergüten mit einem 45er KGV im Schnitt. Schauen wir mal jetzt, wie die Aktie bewertet ist, out of the box mit der dynamischen Aktienbewertung. Und dann sehen wir hier, Moment, was sehen wir hier? So, jetzt sehen wir hier schön, dass die Aktie momentan
etwas unterbewertet zu sein scheint. Renditeerwartung wäre dann bei knapp 20% aufs Jahr, für die nächsten 2 Jahre jedenfalls. Das ist mehr, als man bei der Aktie bisher bekommen hat. Und wir haben hier ein Gewinnwachstum von zwischen 14% und 15%. Ist relativ hoch, wie ich finde, immer noch ein 42er KGV für so ein Gewinnwachstum, auch wenn das Geschäftsmodell doch relativ sicher scheint und entsprechend auch die Erträge und das Gewinnwachstum. Ich würde hier dann dennoch dazu tendieren, ein bisschen das KGV runterzunehmen und sogar ein bisschen aggressiv, zum Beispiel auf 35. Und dann sehen wir hier tatsächlich noch ein Renditepotenzial von 7%. Das wäre dann so hoch wie der Markt, das langfristige Börsenwachstum sozusagen. Wir können auch ein bisschen hochgehen auf 40. Das ist natürlich so Ermessensfrage. Wenn wir auf das 40er gehen, dann haben wir jetzt quasi eine faire Bewertung von uns und dann hätten wir eine Renditeerwartung von um die 14%. Wie ich schon erwähnt hatte, auch Rollins wird heute Abend die Zahlen veröffentlichen und dann wird man nochmal sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Der Markt hat eben auf die letzten Jahre die Aktie immer höher bewertet und er ging nicht unter ein 40er KGV. Insofern, wenn man die für dieses KGV bekäme, wäre die Aktie vermutlich schon ein Schnäppchen. Das wäre auch wieder eine Aktie, wo man, also ein Schnäppchen vielleicht nicht, aber es wäre attraktiv. Es wäre dann auch eine Aktie, wo man vielleicht sukzessive, also gestaffelt einsteigen könnte. So, kommen wir mal zur letzten Aktie. Und die letzte Aktie, die ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Und das wäre Nestlé. Ich gebe sie mal hier ein. Nestlé, haben wir hier einen Tenbagger? Nein, nicht. Ist er eher ein Slow Grower? Dafür haben wir hier eine relativ schöne Dividendenrendite. Die liegt momentan bei 3%. Und wenn ich mir, so, hier wollte ich rein, in den Dividendenalarm reingehe, da sehen wir, dass die 3% deutlich mehr sind als das, was wir in den letzten 3-4 Jahren bekommen haben. Wenn wir hier mal den 5-Jahres-Korridor einblenden, sehen wir es nochmal ganz deutlich. Nämlich im 5-Jahres-Schnitt gab es eine Dividendenrendite von 2,5% und momentan eben deutlich höher. Noch vor kurzem gab es nur knapp 2,2%. Also schon von der Dividendenrendite her relativ attraktiv bewertet. Auch diese Aktie ist etwas runtergekommen. Mit 97 Schweizer Franken sind wir jetzt da, wo wir gewesen sind, schon im Jahr 2019, also vor 4 Jahren. Was sind die Gründe für die Kursverluste? Wir haben zum einen ja die inflationären Tendenzen und die stark steigenden Rohstoffkosten, mit denen Nestlé und andere konfrontiert sind. Da hat sich es gezeigt über die letzten Quartale, dass Unternehmen wie Nestlé damit sehr gut zurechtkommt, indem sie einfach die Preise erhöhen. Sie haben auch nochmal Anfang des Jahres Preiserhöhungen gemacht von 10% und mehr teilweise. Und man hat gesehen, dass die Nachfrage kaum nach unten gegangen ist. Das heißt, Verbraucher sind immer noch bereit, dann Nestlé-Produkte zu bezahlen. Ich halte mich jetzt hier gar nicht groß im Qualitätscheck auf. Also man sieht, wie die Gewinne langfristig schön steigen und die Dividenden auch. Wir haben einen Dividendenaristokrat vor uns. Aber ich denke, wir können gleich hier in die Bewertung dann auch reingehen. Vorher aber noch kurz, was den letzten Kurssturz hier erklärt. Das sind da die Appetithemmer, die neuen Medikamente, die zum Abnehmen helfen sollen. Also Wegovy, Ozempic. Und wir wissen, dass Walmart-Management bereits gesagt hat, dass sie glauben, beobachtet zu haben, dass Patienten, die diese Appetitzügler einnehmen, jetzt anders kaufen, dass sie weniger kalorienreich einkaufen, was dann für Aktien wie PepsiCo oder Nestlé dann erstmal kein gutes Zeichen ist. Wir haben jetzt aber auch gerade gesehen, dass Coca-Cola das Quartalszahlen veröffentlicht und die sind auch gut ausgefallen und PepsiCo-Management hat auch gesagt, wir sehen da nichts. Und wenn man etwas sieht, dann passt man sich entsprechend an mit seinen Produkten. Das ist nichts Neues, das wird schon die ganze Zeit gemacht. Insofern sehe ich das Ganze jetzt relativ entspannt.
Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, die letzten Quartalszahlen der letzten Woche, die haben etwas enttäuscht. Die Umsätze lagen unter den Erwartungen. Auch das hat da wohl dazu beigetragen, dass die Aktie ein bisschen verloren hat. Und dabei spielte vor allem das Segment Health Science, also Nahrungsergänzungsmittel, eine Rolle wegen Lieferproblemen. Also nichts quasi hausgemachtes, sondern ein externer Faktor, der schon oft erwähnt wurde, Lieferkettenprobleme, der aber durchaus in den Griff zu bekommen ist. Also ich bin da, ihr seht es schon, relativ entspannt bei Nestlé. Jetzt schauen wir mal, was die Bewertung sagt. Und die sagt, dass wir hier eine ebenfalls unterbewertete Aktie vor uns haben. Wir haben einen momentan 20er KGV, mit dem die Aktie bewertet ist. Wachstumsraten von im hohen einstelligen Bereich, nicht im laufenden Geschäftsjahr. Da soll das bereinigte Gewinn um nur 1% wachsen, aber dann in der Prognose zwischen 7, ja, zwischen 7 und 8% oder um die 7% irgendwo, was ja nichts ist, was wir nicht schon in der Vergangenheit erreicht hätten. Wenn ich mir jetzt das bereinigte, den bereinigten, den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn anschaue, hier mal, dann komme ich auf eine Renditeerwartung von 13,5%, also deutlich mehr als das mit die Rendite, die man langfristig gemacht hat mit Nestlé. Da war man bei 7,6%. Bisschen was oder knapp zwei Drittel davon Dividende und der Rest dann über Kursgewinne. 7,6%, das liegt ungefähr in der langfristigen, bei der langfristigen Performance des Aktienmarkts. Aber man hat hier eben noch einen schönen sicheren Dividendenzahler und schönen Cashflow über die Dividende. Auch hier könnte man entsprechend ein bisschen tiefer gehen, aber ich würde es gar nicht lassen. Ich finde hier den Schnitt, den 21,9er Schnitt den 21,9er Schnitt für die Berechnung des fairen Werts durchaus repräsentativ und würde dann auch schon zum Schluss kommen, dass ein 20er KGV schon relativ günstig ist für eine Qualitätsaktie wie Nestlé. So, das waren jetzt die drei Aktien, die ich euch vorgestellt habe. Also hier oben sind sie nochmal: Edwards Lifescience, Nestlé und Rollins. Schreibt gerne im Kommentar, welche Aktie euer Favorit ist. Hängt sicherlich ein bisschen ab von eurer Anlagestrategie. Wenn ihr von kaufenswerten Aktien nicht genug bekommen könnt, wir haben hier ein eigenes Format, kaufenswerte Aktien. Da stehen dann auch nochmal kaufenswerte Aktien einmal im Monat drinne, die etwas ausführlicher dann vorgestellt werden, schriftlich eben, als wie ich das dann in einem kurzen Video mache. An der Stelle dann danke fürs Zuschauen. Viel Erfolg weiterhin an der Börse und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.